Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu Pokémon Schwarz. Wir machen jetzt die Pokémon Liga und Theo ist ja der mit der Boy, ne? Yeah. So, ich weiß jetzt nicht, was das für ein erster Trainer ist. Ich glaube, du kennst die Edition besser als ich. Du hast hier Rainer ausgewählt. Rainer, genau. Ich schau mal kurz nach. Ich glaube nicht, dass der erste Drachen-Pokémon-Trainer ist. Keiner von diesen Pokémon, also was hier im Gegensatz zu Saphir anders ist, du hast auf jeden Fall die Wahl, wen du nimmst. Ich glaube, das wird drinnen auch nochmal irgendwo nachlesbar sein. Okay. Also kann ich jetzt mit denen jetzt hier reden? Ja. Die Pokémon Liga ist ein Ort, an dem nur ein einziges Gesetz gilt, das des Stärkeren. Und Stärke beweist man hier am besten, indem man die Top 4 und den Champ besiegt. So einfach ist das. Die Top 4 kann ein jeder zum Kampf herausfordern. Und erst wenn du sie alle bezwungen hast, gibt sich auch der Champ die Ehre. Aber Vorsicht, hast du erst einmal den Fehde-Handschuh geworfen, gibt es kein Zurück mehr. Du musst entweder alle Gefechte zu deinen Gunsten entscheiden oder durch eine Niederlage ausscheiden. Möchtest du dein Glück versuchen? Was für Glück, ich bin skillig. Nun dann, auf geht's. Ja, die sollten erstmal auf unser Level getten. Ja, unsere Pokémon sind auf... Ah, okay. Stimmt, Alter. Ich glaube, hier konnte man entscheiden, jetzt, ob ich jetzt hier lang gehe oder ob ich da lang gehe, oder? Quatsch die Statue an, da wirst du erfahren, wo du hin musst. Also, wir haben auf jeden Fall einmal Geist, einmal Unlicht, einmal Psycho und einmal Kampf. In die Statue ist folgende Inschrift eingemeißelt. Die Pokémon-Liga ist die Heimstätte der Vierer kraftstrotzender Trainer. Ist das jetzt hier so, dass man jetzt hier aus vier Trainern jetzt hier einen auswählen kann? Ja, du musst halt alle vier machen und dann wird der Weg zum Champion. Ah, okay, ja, okay. Das heißt, es gibt nur vier. Die Pokémon-Liga ist ja. In Südwesten lebt jene, deren Wissen um Pokémon vom Typ Geist so ohnegleichen ist. Südwest ist... Unten links. Genau. Unten links, genau. So, Geist, Kampf-Pokémon ist dann oben. Ne, rechts ist das dann. Unten rechts. Ja. Meister Kampf-Pokémon im Nordwesten lebt jener, der seine oben links, also Unlicht-Pokémon. Mhm. Typ Psycho in- und auswendig kennt. Okay. Alles klar, meine Damen und Herren. Dann ist das hier Geist. Hier ist Kampf. Nee, hier ist. Scheiße, hier ist auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall Kampf, hier ist auf jeden Fall, ja, komm nochmal. Warte mal. Ja, geil. Geist auf jeden Fall Kampf. Okay, das war doch richtig. Also Kampf ist da unten rechts. Mhm. Und Licht ist oben links und das oben rechts ist Psycho. Okay, gut. Ja. Mann, ich will's nicht lesen, Alter. Ja, wir können ja notfalls nochmal die Pokémon-Teams dann umstellen, je nachdem, wer halt stärker ist. So, Geist. Dann fangen wir einfach mit denen an. Geist, was haben wir gegen dich? Haben wir überhaupt ein Psycho-Pokémon? Nee, Psycho behilft da nichts gegen. Also, das Einzige wäre Hanuka, weil es selber Geist ist. Ja, Geist und Geist ist ja scheiße. Ja, dann würde ich Rainer einfach vorne lassen. Haben wir nicht auch weil den die Prügel rausschmeißt. Stimmt, ich glaube, warte mal. Ich glaube, hier, Serapendra hat eine Unlichtattacke. Nee, der hat gar keine. Ich weiß nicht mal, ob Gift, war Gift nicht irgendwie gegen Geist auch effektiv? Warte mal, Gift gegen Geist. Ich schau mal nach, aber ich glaube nicht. Weil sonst sind wir jetzt hier ganz schon gebumst, ne? Aber wir können auch gegen Psycho. Nee, Geist gegen Gift ist... Warte mal. Also es würde normalen Schaden machen, aber wenn ich das jetzt hier richtig sehe, dann nee, brauchst du nicht machen, das macht keinen ordentlichen Schaden. Also auf jeden Fall, Wir haben ja auch keine Psycho-Attacken, ne? Junge, was haben wir eigentlich das ganze Game gemacht? Theo. Ja, für nichts und wieder nichts. Nee, pass mal auf, hier Hanuka ist für Unlicht sehr gut. Oder? Nee, scheiße. Ich weiß gar nicht, ob deine Psycho... Nee, pass mal auf. Nee, jetzt verstehe ich die Tabelle. Gegen Psycho ist der sehr gut.
Warte mal, wir gucken jetzt mal die Attacke an. Es macht 50, ja gut, wir haben... Haben wir nicht sowas wie Spukball vielleicht? Schau mal nach, aber ich glaube nicht, dass wir das haben. Doch, haben wir doch hier. Oh, dann, ja, bring's ihm bei. Ich guck jetzt einfach. Ich guck jetzt einfach generell mal durch die Themenliste. So, Matschbombe hat jemand drauf. Ja. Raub ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn man es mal so sagen, aber nicht in der Top 4. Nee. Eis ist. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Und ansonsten na, da kommen ja, VMs kann man. Ja. Wir haben ja nicht mal alle VMs, ne? Ja, ich habe mich schon gewundert. Weil hätte man sich in der Siegestraße einige Umwege sparen können. Na gut, dann Geist gegen Geist, dann let's go. Ja, notfalls, wir haben ja genügend Beleber. Ist zwar komplett blödsinnig, aber komm. Ja, dann geht halt der Blödsinnserwort an uns. Immerhin etwas. Ja. Aber die Arena ist ja auch schon richtig blödsinnig gemacht hier. Ja, Blödsinn halt, ne? Guck mal, wir können aber auch abhauen. Nee, können wir nicht. Was ist das? Ist das ein Mädchen? Ist das ein Junge? Das ist eine Frau. Die feurig lodenden Augen des Mannes stachen aus seinem finsteren, hageren Gesicht hervor für eine ständige Erinnerung an seinen Entschluss, alles um der Gerechtigkeit willen zu opfern. Das war ein Auszug aus meinem neuesten Werk. Die Anregung für die Hauptfigur lieferte mir der letzte Trainer, der mich zu einem Kampf herausgefordert hat. Leider ging unsere Begegnung für ihn nicht allzu glimpflich aus. Ach, es ist wirklich schade um ihn. Aber genug der Gefühlsduselei. Du bist ebenfalls Trainer und willst dich mit mir messen, stimmt's? Dann mach dich auf was gefasst, denn ich bin Anissa, die Meisterin der Geist-Pokémon. Na dann, get on my level, bitch. Oh yeah. Anis, das ist doch auch hier irgendwie ein Absinth und ein Uso drin, ne? Guck mal, die hat ja nur 4 Pokémon, Alter. Was ist denn das für eine lächerliche Witzfigur? Ja, alle auf Level 50 ungefähr. Ja, das dachte ich mir jetzt auch. Echt, na toll, Alter. So. Digga, lass es einfach. Was ist denn das für ein Name für ein Pokémon überhaupt? Ja gut, wir ficken die aber auch so. Also wir haben hier ja, auf jeden klar. Fall hier zum Glück die Initiative, Vorteil. Nö, brauchen wir nicht. Ja, Golgantis ist Boden, da wäre eigentlich Wasser, glaube ich, nicht verkehrt. Ach, das ist nur Boden, kein Geist? Doch, Boden, Geist, Boden, Geist. Ja, dann aber Geist, Bumsen. Wir sind eh als erstes dran. Ich glaube, unser Pokémon ist richtig schnell, oder nicht? Ja. Und guck mal, das bumst halt jeden, also ohne Probleme. Warum soll man nicht anfangen? Oh, yeah, baby. Why so easy, man? Oh, da hätte man Zaplarang jetzt verwenden können. Weißt du, was ich mache? Get on my level, bitch. Ah, gut, dass wir den Spukball beigebracht haben. Sie gewonnen hätte fast jeden hier. Was ist Tastfluch? Ach du Scheiße, ja, dann hau mal ab. Ja, dann hau mal ab. Ja, der haut jetzt am Arsch. Wir sind tot. Nee, sind wir nicht. Genau, ja, wie in okay. Einem guten Roman ist auch im Kampf der Anfang besonders. Ja, ich find's super, dass es immer übersprungen wird. Ja, Zaplarang. Ja, wollte also, ich auch so oder so machen. Perfekt. Weil das Spukball wieder eh blockiert, also warum soll ich den noch drin lassen? Eben. Das ist nicht so effektiv, von daher. Ja, wir machen Ladestrahl. Weil das dürfte ihn eigentlich noch bumsen. Und dann haben wir noch Spezialverteidigung oder sowas erhöht, ne? Glaube ich. Oder Spezialangriff war das, ne? Ja, irgendwas Spezielles auf jeden Fall. Ja, lohnt sich halt eigentlich. Also, warum nicht? Wir sollten ihm auf jeden Fall einen Trank geben, wenn wir den jetzt drin behalten. Es kommt halt drauf an, was das nächste Pokémon ist. Ich bin ja auch blöd, ich habe das hier neben mir. Skelabra, das dürfte eigentlich ein One-Hit sein, oder nicht? Oder wird das immer noch blockiert? Du mich auch, das ist... Ne, nimm Svarones, das ist... Weil... Ja, es ist auch ein Feuer-Pokémon. Ja. Skelabra haben wir selber. Ja, aber ich... Wird ja noch Spuckball jetzt, blockiert oder so? Sieht aus, als hätte ich damit mein letztes Kapitel erreicht. Ja, die Fresse. GG, Mate. So, also, Surfer. Ne, wobei, das dürfte gar nicht tot sein. Doch. Ne.
Ja, okay, dann noch einer. Weil es ist Level 50, wir sind Level 48 und das Skalabra ist auch nicht gestorben. Ich denke, wir nähern uns langsam dem Belob. Alter, halt durch die Fresse. Und das Skalabra hätte den er aber jetzt gewonnen hätte, 100%. Ja, es wäre halt die Frage, wäre unserer schneller gewesen? Ja, also wäre er, der war ja auch Level 50, wie wäre das? Ja, gut, hab ich gesagt. Uff, ja, ich bin absolut sprachlos. Da kann ich so viele Wörter und doch will es mir nicht gelingen, aus denen einen Satz zu knüpfen. Der Mann, halt doch, bestimmt werden. Ja, wieso? Ach komm, halt die Fresse. Ja, wie soll man das bitte lesen? Ich bin in meinen Folgen auch schon derbe aufgeregt. Tut mir leid, zunächst muss ich meine Pokémon aufrichtig um Vergebung bitten. Ich bin betrübt, bekümmert und tröstlich. Ich kann es kaum in Worte fassen. Ihr solltet euch keine Vorwürfe machen. Immerhin kann das doch in jedem im Kampf passieren, aber wie dem auch sei, ich bin immer noch Mitglied der Top 4. Jetzt nicht mehr. Oh, shit. Okay, ja. Ah, okay, jetzt haben wir das halt hier geschafft, ne? Ja, heilen ja, erst wir einmal. Da muss man erstmal auch hier gewöhnen, dass es hier eine Medizintasche gibt. So, wen heilen wir denn erstmal hier? Hanukkah und dann Zitteraal. Und dem anderen geben wir einen normalen Trank oder Supertrank. Supertrank. Oder Tafelwasser, warum nicht? Tafelwasser, ja, das macht 50, auch. Ja, macht 50. Perfekt, 44, alles klar. Schnapszahl, das kostet. So, jetzt war hier. Also, ich weiß auf jeden Fall, hier war Psycho. Das war, keine Ahnung, müssen wir wieder gucken. So. Geist haben wir besiegt. Kampf-Pokémon, okay, ja. Aber wir haben ja kein Psycho. Ja, also, wir haben aber Flug, stimmt, dann weiß ich, was ich benutze. Unten rechts. Naja, machen wir auf jeden Fall. Ja. Wie viel macht ihr. Der hat doch Luftschnitt, glaube ich, ne? Als Attacke. Ja. Wie viel machen Luftschnitt die? Fliegen. 75, 95 Treffergenauigkeit. Gibt's eine bessere Flugattacke? Haben wir eine bessere? Nein, glaube ich nicht. Firefly geht aber auch über zwei Runden wie Fliegen. Das ist. Ich glaube, da hast du dann auch noch selber Schaden von. Ja, ist sowieso schwächer gewesen. Na ja, gut. Dann hat sich ja das von selbst erledigt. Ja, ich find's gut, dass sie hier zum Beispiel so Kampf, Psycho, Unheil und sowas, Unlicht und sowas, also keine normalen Typen haben, so. Weißt du, was ich meine? Die haben ja so spezielle Typen. Kampf, Unlicht und Psycho sind auch in Pokémon Gold, Silber, Kristall bzw. Hard Gold, Soul, Silver in den Top 4. Ja, das weiß ich auch. Aber da war ja noch ein normaler Trainer. Da war ja noch Drache, ja, glaube ich, als letztes und dann war noch als erstes irgendwie. Also Psycho, Gift, Kampf, Unlicht. Genau. Und dann Drache. Ja. Dann kam der Rainer als letztes. Du möchtest dich mit mir also stellen, was? Mein Name lautet Eugen und ich trainiere unter Meister Lauro, um den Umgang mit Kampf-Pokémon zu perfektionieren. Mein Meister hat dich übrigens in den höchsten Tönen gelobt. Ich würde mir gern selbst ein Bild von deiner Stärke machen, wenn du erlaubst. Erlaubnis gestattet. Gerne, wir one-hitten dich genauso, Alde. Yeah. Und die haben alle nur 4 Pokémon, oder was? Das ist ja überhaupt keine Herausforderung. Haben die bei den Rematches 5 Pokémon? Bei den Rematches haben sie sogar 6 Pokémon. Na, das ist aber was Gescheites hier. Ist auch besser so. Ich find's aber gut, dass hier dann. Ich hätte hier vielleicht beim ersten Kampf 5 Pokémon gemacht und beim Rematch ist halt 6, aber wenn die es halt ja, so machen auch, wollen. Mein Gott, das ist. Ah, der ist zurückgeschreckt! Du bist sehr stark, das lässt mein Herz höher schlagen. Haha, Pech gehabt. Na, ja, was willst du machen, ne? Dran ist zurückgeschreckt. Na. Lol. Gegenstoß, warte mal. Na. Geh auf Fliegen. Nichts tot, deswegen. Geh in der nächsten Runde dann auf Fliegen. Ich hoffe, es schreckt zurück, dann gehe ich nämlich auf Fliegen. Ja, ich gehe auf Fliegen. Wir haben eh die höhere Init mit einem Flug-Pokémon.
Oh, Steinkante. Ja, das wäre jetzt risky gewesen. Wobei durch den Wassertyp hat sich das, glaube ich, ein bisschen. Also, ja. Stagniert es sich wieder ein bisschen aus. Karadonis ist auch ein Kampf, ne? Einfach. Digga, das sind alle Kampf-Pokémon. Ja, aber ich meine, ob die noch einen zweiten Typ haben. Ich hoffe, nee, dass das es jetzt einfach zurückschreckt noch. Ja, dann machen wir hier noch einen Luftschnitt, dann ist es auch weg. Tschüss. Hä? Es wird ab? Die Attacke ab. Ja, locker. Also ja. Alle seine Pokémon sind rein vom Typ Kampf. Also nichts mit Doppeltyp. So, dann einmal wiederbeleben wir einfach mal. Ja, und dann setzt viele Ender ein. Ah, Käfer ist sehr effektiv gegen Unlicht. Na, das weiß ich aber auch. Genau. Deswegen haben wir ja auch den, glaube ich, auch. Haben wir, glaube ich, den auch genommen. Jo. Hab ich den jetzt wiederbelebt? Ja. Hoffe ich mal. Ja, du hast ihn wiederbelebt. Du hast ihn wiederbelebt. Ja, ja, wir lassen ihn jetzt einfach mal drin. Ach, Statusteil. Ach ja, stimmt. Hier ist HP. Ja. Das ist so. Ja. Komm. Das ist ein bisschen. Komm, da ist der jetzt. Unübersichtlich. Er ist jetzt hier. Das Heilopfer. Ja, den brauchen wir ja eh erstmal gegen Unlicht, ne? Ja. Gegen Psycho haben wir ja auch was. Also, eigentlich ist es super, dass wir was wir jetzt haben. Ja. Ist auf jeden Fall zu. Haben wir eigentlich ein Eis-Pokémon? Nee, ne? Du mich auch kann auch keine Eis-Attacke, ne? Ich glaube, ich könnte Eisstrahl rein theoretisch. So, ja. Ja, jetzt. Du mich auch wieder. Du weißt ja, warum ich es so genannt habe, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, wegen dem Prank. So weit zu. Richtig, wegen dem. wegen der Prank-Quittung sozusagen. Okay. Luftschnitt. So. Und dann. Da hätte ich sogar Fliegen gemacht, weil ich glaube, das hat noch. Nee, es hat gar keine so krasse Verteidigung. Nee, jetzt brauche ich keinen. Ja, toll. Laubhaufen. Oder? Ja, ist das Laubhaufen. Boden-Pokémon? Nee, das, alles nur Typ. Kampf. Also reiner Kampftyp. So. Gut soweit. Weißt du was, ich lasse jetzt einfach den mal drin und mach mal Ekelsamen und dann guck mal weiter. Ekelsamen, ja, das zapft ihm. Mein letztes Pokémon, jetzt geht's. Naja. Ich liebe einfach Ekelsamen, das ist eine meiner Lieblingsattacken überhaupt. Ich mag die einfach übertrieben. Die Attacke ist wirklich fies. Sprungkick, ah, die ist auch nicht ganz ohne. Gigasauger als nächstes. Ne, ich will jetzt eigentlich wiederbeleben. Okay. Ich glaube, ich habe es ein wenig mit den Hyperheilern übertrieben. Kann das sein? Wie viel hast du denn? 25. wir brauchen nicht mal einen davon. Ja gut, wir haben ja auch in Saphir Top-Schutz vor der Top 4 gekauft. Ja, das war auch nicht gerade schlau, ne? Aber wobei, ja, können wir immer gebrauchen, oder nicht? Ja, wir haben aber Saphir nach der Top 4 beendet. Also wir haben danach nichts weiter gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall Blödsinn, oder? Der Blödsinn zum Wort geht an uns. One-HP, Alter. Das jetzt, ist nah, ich jetzt, leg alles in die nächste Attacke. Setz jetzt Gigasauger, genau, weil der wird sich jetzt heilen. Ich mach gleich nochmal Gigasauger. Vielleicht ich mein, ja. Ich glaube, also jetzt die Egelsamen und jetzt nochmal Gigasauger und dann Egelsamen im Fall der Fälle und das war's. Dann ist mit. Dann haben wir es ja auch schon mit Laufhaufen besiegt, das Viech hier. Genau. Nee, das überlebt also, noch. Nee, das überlebt noch. Nee, Egelsamen überlebt es nicht mehr. Nee, das überlebt's noch. Ja, dann ist morgen nichts mehr mit dir, doch, wa? Tja, hast du verkackt. Okay. Der ist besiegt, lol.
So etwas wie das stärkste Pokémon gibt es nicht und auch keine stärkste Kombination. Genau deshalb ist es auch schwierig. Doch ein Herz, das auch. Ach, Alter. Komm, kannst du okay. Nicht lesen. Pass mal auf, für den mit Unlicht. Der hat ein Pokémon-Typen-Kombi Unlichtkampf, Bodenunlicht und Unlichtstahl. Also da kann man drei verschiedene Pokémon allein schon verwenden. Aber jetzt, du bist wieder dran. Da hat Meister Lauro nicht übertrieben. Das war einsame Spitze. Fordere auch die übrigen Mitglieder der Top 4 raus und stelle deine Stärke unter Beweis. Ja, mach ich. Oh yeah. Auf jeden Fall jetzt erst einmal heilen. Und dann würde ich Svaroness, also du mich auch, an erster Stelle setzen. Weil ich denke mal, wird Irokex als erstes einsetzen. Und der ist Undichtkampf. Hypertrank, genau. Na, wir brauchen auf jeden Fall einen Mistkäfer, ja. Ja, auf jeden Fall mal nur nichts durchwechseln in Sachen Pokémon. Den Mistkäfer noch wiederbeleben, Trank geben und nichts durchwechseln, weil das erste Pokémon wird wahrscheinlich Irokex sein. Im Grunde genommen. Irokex könnten... ist Kampf, ne? Ja, Irokex ist Kampf. Rabigator ist Bodenunlicht, also Primärtyp Boden. Da können wir den Laubhaufen wieder verwenden. Und sein letztes Pokémon ist Cesurio, da könnten wir Hanuka verwenden. Also bei Unlicht, ne? Hier, das war Unlicht, glaube ich. Ja, das war Unlicht, das war Unlicht. Gut, dann haben wir das ja auch gleich. Darf ich den vorlesen? Oh nein, das sieht ja aus wie Mastermind. Ja, aber ich kann Mastermind doch am besten nachmachen. Guck mal, wie extra lang die das hier gemacht haben. Das wird der Kampf. Nani? Der Kampf wird nicht so lang dauern, also. Nani? Das also ist ein bisschen ein Wichser. Ja, komm mal. Ach du grüne Neune, habe ich etwa irgendeinen wichtigen Tag verschwitzt? Die Trainer geben sich ja heute regelrecht die Klinge in die Hand. Klinke. Ja. Aber ist ja auch wurscht. Ich bin jedenfalls Astor von den Top 4. Und somit dein Gegner im nächsten Kampf. Ja. Oh ne, Mastermind, lass es doch einfach. Nani? Lass es einfach, Mastermind, ohne Witz. Nani? Lass es einfach. Ja, lass es einfach. Ist der Champ hier auch? Ist der Champ hier auch ein Drachentrainer? Nein, ohne festen Typ. Aber du weißt ja nicht, wie es danach weitergeht, wenn wir die Top 4 besiegt haben, ne? Ich glaube, da kam noch irgendwie Story, oder noch? Ja, so in etwa, aber das wirst du ja dann schon sehen. Ja, ich hab ja wie gesagt Schwarz auch gespielt, aber das war jetzt Release und das ist ja schon 8 Jahre oder so her. Und soweit ich weiß, hatte ich glaube ich auch Cheatcodes oder sowas und ja. Okay, jetzt den Laubhaufen. Ich als 14-Jähriger mit Cheatcodes, was habe ich wohl da gemacht? Ja, das gute alte Action-Replay-Modul. So, Rabigator ist... Okay, da können wir wechseln zum Mistkäfer. Nein, Laubhaufen. Na komm. Das ist ein Boden... Digga, das ist ein Boden-Pokémon. Das ist gefundenes Fressen für Pflanzen-Pokémon. Naja, das one-hitten wir jetzt eh. Mhm. Wir haben ja hier eine richtig geile. Wir haben einen richtig geilen V-Länder, der dürfte doch one-hitten, oder nicht? Ja, ist schon super Knocke, diese Attacke. Ja, lackt der nochmal rein, Alter. Na, oh Mann, lass es doch einfach. Ja, nochmal V-Länder, komm direkt hinterher, scheiße. Nein. Braucht man nicht, das überlebt dann eh mit Low-HP, dann. Ich fange eh an. Ich will jetzt nicht einen Vielender verschwenden für dieses Mistviech. Ja, okay, jetzt Vielender aber wieder. Na eben, es ist ein One-Hit-Safe jetzt. Also für dieses Mistviech wollte ich jetzt keinen zweimal Vielender benutzen. Ja. Verständlich. Okay. Kleopare. Können wir, glaube ich, drin lassen, ne? Weiter kämpfen aber nur Quetschwalze, weil das ist nicht so stark. Na, Vielender haben wir jetzt auf jeden Fall trotzdem drauf. Ja gut, wir setzen erstmal eine Runde aus. Oh. Oh, vergiftet. Das ist schon mal nice. Tschüss.
Und tschüss. So, als nächstes Hanukkah. Hanukkah und dann Feuerattacke. Das nächste ist ein Gras-Pokémon. Das nächste ist ein Stahl-Pokémon. Und Lichtstahl. Und da ist Käfer nicht sehr effektiv gegen Stahl. Mach eine Weile. Okay. Ja, das musstest du eigentlich machen. Ja, so. Funkenflug, Funkenflug, Funkenflug. Und tschüss. Also die Top 4 ist ja trotzdem komplett easy. Ja, noch. Wenn eine gewinnt, verliert der andere. Das ist die... Ach du Scheiße. Ja, ich komm weiter. Nix, ne? Soll, also. Wer das lesen will, der soll pausieren. Das sag ich auch immer. Das habe ich auch immer in meinen Folgen gesagt. Ja, ich auch. Ob man nun sein Bestes gegeben hat. Oder ob das Schicksal es mit einem gut oder doch eher schlecht gemeint hat. Eine Niederlage ist und bleibt eine Niederlage. Genau dies verleiht den Lorbeeren des Siegeskranzes ihre erhabene Pracht. Ein Mastermind seine Cheatcodes. Von diesem Siegerlächeln bin ich regelrecht geblendet. Na, jetzt aber nur noch Psycho, ne? Hier. Ja, da kann man Rainer doch an erste Stelle hocken, oder? Und keiner ist gestorben, das war ja der Schwächste dann überhaupt. Ja, weil wir so ein starkes Käfer-Pokémon haben. Allein wegen solchen darf man die Käfer-Pokémon nicht unterschätzen. Warte mal, haben wir nicht hier... Ist das nicht ein Psycho-Pokémon? Dann tun wir doch einfach Hanukkah rein. Das ist ein Geist-Pokémon, ja, kannst mal versuchen. So, das wird easy. Also ich glaube, Spukball wird jetzt hier so oder so, ist mal auch zurück, das kann ja auch zurückschrecken oder Spezialangriff, glaube ich, auch steigern oder Spezialverteidigung senken vom Gegner, oder nicht? Ja, ist doch lecker, Alter. Ist komplett okay. Lecker. Joker, wenn er Symbolara einsetzt, dann setzt Zaplarang ein. Bei Symbolara ist ein Flug-Pokémon. Ja, die schläft erstmal. Perfekt. An ja, der Stelle. Der Blödsinn zur Wort geht an Katlea, oder wie die heißt. Ja, Katlea. Ganz ohne Witz, ich würde das auch machen. Ich würde auch den ganzen Tag nur pennen. Und ich würde hier erstmal schön hier einen PC noch irgendwo stellen und einfach die ganze Zeit zocken, bis jemand dann kommt. Weil, machst du das nicht sowieso schon immer? Was willst du denn sonst machen hier als Top 4? Ja, stimmt auch wieder. Die hat's richtig gemacht. Was zum Kuckuck? Wer besitzt die Dreistigkeit, mich bei meinem wohlverdienten Schönheitsschlaf zu stören? Ich. Du scheinst mir ein starker Trainer zu sein, der es versteht, Stärke und Sanftmut zu vereinen. Aber spar mir bitte, bitte, bitte ein langweiliges Duell. Ich kann mein Gen doch jetzt schon kaum noch unterdrücken. Ja, das wird nicht langweilig, das wird aber schnell vorbei sein, also. Es wird nicht langweilig, aber es wird schnell vorbei sein, also. Okay, kannst Geist wieder schlafen. Und Käfer sind sehr effektiv gegen Psycho. Käfer ist auch effektiv, nice, Alter. Ja, hab ich gerade nachgeschaut, also Spukball, hau erstmal Spukball. Ja, das dürfte One-Hit sein, ja. Ist ein One-Hit safe. Ja, aber als nächstes, also wenn Symbolara kommt, dann setzt den Zitterei ein. Somnivora, ja. Meinst du? Nein, weiter. Somnivora ist ein anderer. Ach, das hässliche Viech, das ist auch ein One-Hit-Safe. 100%, tschüss. Ja, schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr, tschüss. Ah, nee, das ist zu früh. Als ob. Ja, das hat natürlich auch Spukball drauf, aber was bringt's? Wir überleben. Ja. Ich glaube, wir werden jede Menge Spaß. Ach komm. Miteinander haben. Na, das war jetzt aber komplett sinnlos, die Top-Genesung zu benutzen. Wir fangen eh an. Ja. Kannst du ihn nochmal benutzen von mir aus? Ist mir echt egal. Na, tschüss. Nee. Ja, hast du jetzt davon. Und jetzt ist morgen nichts mehr mit der Welt. Zumindest für die. Alter, ich nicht mehr. Die hat ja komplett verschissen. So, oh, jetzt soll ich wechseln. Zitterei. Genau, jetzt sind Zitterei. Jetzt Zaplarang. Weil das ist nämlich ein Pokémon vom Typ Flug. Na ja, gut, dann ist er easy. Tschüss. Ja. Okay, das macht aber nicht mal. Es macht ja nicht mal schlechten Damage irgendwie. Naja, Psychokinese halt, ne? Oh, ist aber tot. Aber
Ist halt ein Flug-Pokémon. Ein Fluch-Pokémon. Ein Vogel. Cooler Vogel, ne, Joker? Nee, lieber nicht. So, dann tue ich jetzt noch Mistkäfer rein, oder? Hanuka, komm. Ja, Hanuka und notfalls dann halt Mistkäfer. Meine Presse ist doch scheißegal. Haben wir auch irgendwas? Haben wir Eva oder sowas? Um unsere AP zu füllen? Glaube ich nicht, aber das wird auch nicht vonnöten sein. Doch, Spuckball hat nämlich jetzt hier kaum AP. Das wird, trotzdem wird das nicht vonnöten sein. Vertrau mir, Joker. Ah, das hat's wieder mal reingelappt. Ja, mein Gott, dann halt den Mistkäfer. Quetschwalze und dann notfalls Vielender. Ne, dann mache ich jetzt sogar direkt den Vielender. Weil ich glaube, das Viech hat nicht mal so eine schlechte Verteidigung. Ne, okay, wenn du meinst. Vielleicht ist das auch direkt ein One-Hit. Ja, natürlich, Alter. Na komm, Quetschwalze. Mit 1 HP, ey. Da lacken sie rein. Tja. Ist halt morgen nichts mehr mit der Welt, ne? Du bist ein eleganter und großartiger Trainer. Selbst ein Pokémon-Team zeugt von Klasse. Es war mir einfach eine Freude, was weiß ich. Ja, das hat schon gestimmt. Ach du meine Güte, du hast ja tatsächlich sämtliche Mitglieder der Top 4 besiegt. Dann untersuche nun die Statue auf dem Forum, um in die Kammer des Champs gelangen zu können. Ja, Mama. Mama dann. Ja, Mama. So. Ein Pokémon ist ja gestorben, glaube ich. Hanuka, ne? Ja. Du belebst es bloß wieder und heißt die anderen. Du wirst die Dinger nicht brauchen. Du wirst keinen Äther brauchen, vertrau mir. Ich benutze trotzdem. Du wirst sie nicht brauchen, Joker, vertrau mir. Oder zumindest nur für Spukball. Was willst du denn sonst machen? Eva kannst du doch benutzen, warum nicht? Ja, da haben wir doch den Äther. Ja, komm, dann benutz. Für was willst du denn sonst benutzen irgendwann? Eben, aber die anderen brauchen wir nicht, also brauchen wir keinen Äther geben. So, was ist das erste Pokémon? Das erste Pokémon, wie gesagt, da werden wir Zeit für... Ja, setz Rainer an erste Stelle. Komm, der Rainer, der muss ja auch was machen, ne? Ich meine, jetzt wo wir wissen, dass er sich duscht, hat er sich auch meine höhere Aufgabe verdient. Drachenlord duscht, bestes Format auf YouTube. Also, wenn das nicht Top-Format wird und nicht in die Trends kommt, dann weiß ich auch nicht. So, ist das, ja, was, das ist jetzt für ein Blödsinn? Aber wir müssen einfach da die Treppe hoch. Einfach die unendliche Treppe hochlaufen. Wir haben ja noch keine 70 Sterne, also wird das so unendlich weitergehen. Ah ne, falsches Spiel. Sorry. Genau, und da drin ist der letzte Bowser-Kurs. Nein, schon wieder vertan. Lass es einfach, Theo. Oh Gott, jetzt streiten sich zwei Verrückte. Der Albtraum ist endlich vorüber. Nie mehr sinnloses Leid unter menschlicher Knute. Dank meinem Freund Zekrom sind die Pokémon nun frei. Du schimpfst dich Champ und warst trotz deines Titels nicht imstande, mich aufzuhalten. Deine Gutmütigkeit ist deine Schwachstelle, Lauro. Nachdem dein Pokémon einer schweren Krankheit anheimgefallen war, der es letztlich erlag, durchschreiftest du rastlos die Einralregion, um die Leere in deinem Herzen zu füllen und deinen Schmerz zu lindern. Und ernsthafte Kämpfe hast du wohl auch seit langem nicht mehr bestritten, oder? Doch möchte ich dich deswegen nicht tadeln, ganz im Gegenteil. Angesichts meiner Stärke geht selbst der Champ in die Knie. Ich bin der stärkste Trainer von Einal und als solcher erteile ich allen Trainern weit und breit den Befehl, ihrem Pokémon die Freiheit zu schenken. So, hab doch Erbarm. Ich bitte dich doch nur um eine Sache. Trenne nicht das Band, welches Mensch und Pokémon eint. Das Schicksal hat sich zugunsten meiner Überzeugung ausgesprochen, als es mir im Kampf gegen dich zum Sieg verhalf. Die Würfel sind gefallen, Lauro. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Ich habe dich bereits erwartet. In der Zukunft, auf welche ich einen Blick erhaschen konnte, warst du im Besitz jenes Steines, des Lichtsteines. Er reagiert auf die Anwesenheit von Zekrom. Halt! Dieser Ort ist deinem legendären Drachen-Pokémon unwürdig. Erhebe dich aus den Tiefen der Erde, oh du mein prächtiges Schloss. Und umgürte mit deinem machtvollen Gemäuer die Pokémon-Liga. Was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Ich habe doch gesagt, dass es nicht Schluss ist mit, also beim Champ. Jetzt ist die Kacke richtig am Dampfen.
Ah ja, ich glaube, ich weiß sogar, man muss Trainer N, glaube ich, noch besiegen. Richtig. Direkt nach dem Champ, oder was? Wieso direkt nach dem Champ? Ach, der ist der Champ. Er ist der Champ. Wir dürfen jetzt erstmal durch dieses Schloss wandeln, oder drin hast du nämlich auch noch die Gelegenheit, dich nochmal zu heilen. Deswegen habe ich gesagt, brauchen wir den Äther nicht. Mein Schloss, aus dem finsteren Erdreich emporgestiegen zu neuer Größe. Von der schwindelerregenden Höhe seiner Zinnen werden die Befehle des neuen Königs in allen Winkeln der Einallregion widerhallen. Ich erwarte dich im Schloss, wo die endgültige Entscheidung fallen wird. Werden die Pokémon endlich in den Genuss wahrer Mündigkeit und Freiheit kommen, oder will das Schicksal, dass sie weiter mit uns Menschen zusammenleben? Das Schicksal wird der Schiedsrichter in unserem Kampf der Überzeugungen sein, dessen Ausgang die Welt verändern wird. Ja, in diesem Sinne kriegt N eine rote Karte wegen, ja. Laura, du siehst nicht gut aus, und einem Champ stelle ich mir etwas anderes vor. Oh, du hast es geschafft. Ja, ich habe alle Mitglieder der Top 4 bezwungen, auch wenn es wahrlich kein Zuckerschlecken war. Für mich war es easy. Dann, lass dich beglückwünschen. Es ist mir gelungen, stärker zu werden, nachdem ich begriffen hatte, was ich eigentlich erreichen wollte. Jokek, bitte mach N klar, dass Menschen gerade deswegen stärker werden, weil sie Seite an Seite mit den Pokémon stehen. Und dass meine Pokémon durch mich auch sehr vieles gelernt haben und so stärker werden konnten. Ich habe verloren. Dabei wollte ich diesem frechen Naseweiß mit Hilfe der Kraft, die Menschen und Pokémon verbindet, gehörig in die Parade fahren und ihm zeigen, wie nichtig seine Luftschlösser sind. Und dann liegt er am Ende mit seiner Vision doch richtig. Immerhin kann man den Lauf der Dinge nur ändern, wenn man seine Träume zu verwirklichen sucht. Ich bitte dich, Jokek, zeige N, dass es zu nichts führt, das Band zwischen Menschen und Pokémon zu kappen. Und schnapp. Ja, muss man uns hier teleportieren, oder was? Nein, da kommen wir nicht hin, da ist ein Stein vor, also Treppe hoch. Das wäre eh bloß zur Ruhmeshalle gewesen, deswegen sind wir nach dem Durchspielen auch nicht in der Ruhmeshalle registriert. Oh, die Gott. Sieben Weisen. Ah ja, oder genau, die gibt's ja nach der Story. Wer sich in sein Schicksal fügt, wird fortbestehen. Wer sich ihm widersetzt, wird vergehen. Der Tugend folgt die Belohnung, dem Laster die Strafe. Was nützt alles Wissen, wenn die Erfahrung fehlt? Und sowieso, nach den sieben Weisen kommen, machen wir ja eh noch die legendären Pokémon. Richtig, und wer suchen diese Typen, die dann abhauen werden. Wer einen Fehler begeht und ihn nicht behebt, begeht einen weiteren Fehler. Die Noblen leitet die Gerechtigkeit, die Niederen die Habgier. So wie am Himmel nur eine Sonne steht, so regiert nur ein König das Volk. Alsdann, wir werden nicht zulassen, dass unserem König etwas zustößt. N mag, ob das Scheitern des Plans von Jesus vielleicht verzagen. Wir sechs werden dich jedoch hier und jetzt zur Strecke bringen. Ach ja, und ihr glaubt wirklich, dass ihr euch diese Nerv... Ach ja, und ihr glaubt wirklich, dass euch dabei Erfolg bescheiden sein wird? Lenzen, meine Damen und Herren, Ingo Lenzen. Du hast es also wirklich bisher geschafft, Jokek. Du bist doch der Arenaleiter von Maria City, oder? Ganz recht. Und ich bin nicht allein gekommen. Darf ich vorstellen, Lenzen und Partner. Ach du Scheiße. ist das ein Junge, Mädchen? Ihr könnt einem fast leid tun. Nicht nur, dass wir ohnehin schon stärker sind als ihr, wir sind auch noch in der Überzahl. Vermaledeite Arenaleiter! Als Arenaleiter können wir doch nicht einfach die Augen davor verschließen, was Team Plasma hier veranstaltet. Außerdem hat die kleine Belle uns doch so nett um Hilfe gebeten. So sieht's aus, wir haben alles im Griff. Genau, alles im Griff. Träger des Lichtsteins, setz deinen Weg fort. Tja, Loser, ja. Alter. Mhm. Ach, hier geht's gar nicht andere lang. Richtung. Andere Richtung. Genau, da oben lang. Ja, ich weiß, Gang. Ich guck trotzdem. Ja, einfach mal, hast recht, einfach als überprüfen, wo auch Türen sind. Ja, es kann halt auch sein, dass da irgendwas versteckt ist. Na, dann mach doch das Itemradar an. Ja,
Ja, geh als nächstes dann da noch durch die Tür. Nur keine Sorge, du kannst auch in diesem Schloss deine Pokémon halt oder deinen PC benutzen. Könnte deine Pokémon als Team als erstes ruhig mal ein kleines Päuschen in diesem Zimmer dort. Der große N will schließlich, dass du bis in die tiefsten Tiefen dieses Schlosses vordringst. Also dann gehen wir erstmal hier rein und heilen unsere Pokémon. Ja, da musst du einfach eine von denen ansprechen. Ich bin die Muse der Liebe. Ich weiß, du bist der Trainer, der N die Stirn bieten will. Ich finde, du hast dir eine kleine Ruhepause verdient. Ja, sprich mal noch die andere an. Ja, ich spreche die andere. Jetzt seid ihr wieder bei Kräften, du und dein Pokémon-Team. Wenn Trainer ihre Pokémon in den Kampf schicken, tun sie das niemals in der Absicht, dass diese dabei zu Schaden kommen. Tief in seinem Inneren weiß N dies wohl auch. Doch er hat bereits so lange in der Einsamkeit dieses Schlosses gelebt, als dass man ihm ein solches Eingeständnis entlocken könnte. Was ist eigentlich hier noch? Das ist ein bisschen Blödsinn. Okay, komm. Das ist ein Tafelraum. Ich bin die Muse des Friedens. Ich spende in Ruhe und Gelassenheit. Von klein auf lebt er in abseits lieblicher menschlicher Fürsorge. Ja, mehr habe ich auch gesehen. Stattdessen waren es die Pokémon an seiner Seite, die sich um ihn kümmerten. Gezis hat dafür gesorgt, dass er ihn mit ansehen musste, wie Pokémon von bösen Menschen ausgenutzt, unterdrückt und sogar verletzt wurden. Ja, ich wurde ausgenutzt, unterdrückt und sogar verletzt. Ja, und K-Streak hat uns bedroht, beklaut und fast geschlagen. Alles klar. Der sensible N teilte ihren Schmerz und seine Gedanken kreisten irgendwann nur noch um das Wohl der Pokémon. Bald darauf beschloss er, vom Wunsch beseelt, nach seinen Idealen zu streben. Seine Seele war so unschuldig, so rein und unverdorben. Doch es gibt nichts, was so schön und furchterregend zugleich ist wie die Unschuld an sich. Ja, geh nochmal. Nee, geh nochmal nach. Ja, ich weiß. Ich gucke jetzt trotzdem nur, wie viel jetzt hier eigentlich kommt, okay. Kann ich überhaupt hier rüber? Kann ich da überhaupt rechts rüber? Nein, da kannst du nicht rüber, da ist auch nichts. Fos, gegen die kannst du nicht kämpfen. Oh, da ist ein Bild. Ja, da ist auch noch ein schönes Bild. Schöne Bilder. Wir von Team Plasma haben die Pokémon, die wir von den Menschen geraubt haben, für unsere Zwecke benutzt. Die Pokémon können einem wirklich leid tun. Sie können gar nicht anders, als zu gehorchen. Spinner. Achso, ich... Der große N hat unter Beweis gestellt, dass er sogar stärker als der Champ ist. Viele Trainer sehen zu N auf und dienen ihm freudig. Sie fügen sich den Weisungen von Team Plasma anstattslos. Lappen. Also ich denke mal, bei der Treppe geht es auf jeden Fall weiter und hier sind einfach nur so Räume, wo man mit denen quatschen kann, oder? Ich glaube, da drin war noch PC. Da ist ein Item. Ja, ist lecker. Wo ist denn der PC, bitte? Ja, keine Ahnung, brauchen wir doch eh nicht. Brauchen wir auch nicht, aber du meintest, hier ist der PC. Ich hab gedacht, ich dachte nur. Dieses Schloss wurde im Geheimen über viele Jahre hinweg unter Ausbeutung der geraubten Pokémon erbaut. Niemand schien davon zu wissen. Ja, wow, die klauen Pokémon und nutzen sie für ihre eigenen Zwecke. Alles verlief nach dem perfekten, groß angelegten Plan von Gezis. Es wird wohl auf ewig ein Rätsel bleiben, wie er es schaffen konnte, die Menschen so geschickt zu lenken und zu beeinflussen. Steht eigentlich bei den Statuen was drauf, ne? Nö. Nur in den Arenen. Na gut, dann kommen wir jetzt auch hier weiter. Hier sind wieder so tausende Türen, ey. Meine Fresse. Na, auch bloß wieder drei oder vier. Warum machen die das alles hier immer so lang? Weil ach, hier sind die PCs. Da sind die PCs. Check mal den Mülleimer, vielleicht ist da was drin. Sauber. Wow. Da staunst du wohl, kleiner Streuner. Dieses Schloss ist das Ergebnis aller Mühen und Anstrengungen von Team Plasma. Besser gesagt, der wissenschaftlichen Errungenschaften von Jesus. Jesus. Ja, ich nenne den immer so. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Ja, geht's, wie die Töne, wie auch immer. Mittlerweile wird sogar ein
sind wir sogar in der Lage, in das PC-Lagerungssystem einzudringen. Aber ich finde, dass der Name irgendwie mehr so nach Jesus klingt, wenn man so mal ins Englische so... Ja, ins Englische will, meinetwegen. Ich glaube aber, der heißt gar nicht Jesus im Englischen, wie auch immer. Unser König muss nur den Befehl geben und schon rauben wir die Pokémon aus den Boxen und geben ihnen die Freiheit. Lass es einfach. Lass es einfach. Naja, wie auch immer. Ach, hier ist nur ein Item, gut. Aber und wobei, noch doch. Einer zum Anquatschen. Ja, da habe ich auch Doppelleber. Immer her damit, immer her damit. Oh. Der hat sich genau dann bewegt, man hat ihn eigentlich gar nicht gesehen, der hat sich irgendwie hinter der Statue versteckt. Der war voll gut versteckt. Ja, okay. Es war meine Aufgabe, den Menschen ihre Pokémon wegzunehmen. Zu diesem Zweck sind mir von N Pokémon zugeteilt worden, mit denen zusammen ich diese Aufgabe erfüllt habe. Das Schlimme ist, ich soll sie jetzt wieder abgeben, aber das bricht mir das Herz. Kann es etwas sein, dass ich mich eigentlich gar nicht dazu eigne, Mitglied von Team Plasma zu sein? Oh, warte, ich spiele dir ein Stück auf der kleinsten Violine der Welt. Du glaubst mir nicht, das ist doch wirklich die kleinste Violine der Welt. Siehst du, Joker? Was? Oh, lol. Oh, drei Leute, perfekt. Herzlichen Glückwunsch, der blödste Wort geht an diesen Raum hier. Ja. Dieses Pokémon hat mich richtig in sein Herz geschlossen. Dabei sehe ich in ihm nichts weiter als ein Werkzeug. Ein Mittel zum Zweck. Das soll einer verstehen, was bist du denn für einer? Ja, die anderen zwei spreche ich. Ich brauche keine Items mehr, um Pokémon einzufangen. Ja, den könnten wir noch gebrauchen. Ja, danke schön, ne? Ja. Möchtest du dich zur Pokémon-Liga begeben? Ah, nee, der teleportiert dich, glaube ich, bloß zurück, dass du Items kaufen kannst. Verstehe. Nee, brauchen wir nicht, ne? Nee, wir haben ja mehr als genug. Oh Gott. Oh. Ob N der ideale Held ist, werden wir wissen, wenn du mit ihm gekämpft hast. Und wir werden auch wissen, wie sehr du diese Welt, in der Menschen und Pokémon koexistieren, wirklich beschützen willst. Koexistieren ist ja auch so ein Wort, du. Oh nee, nicht noch mehr Räume, ey. Dieser Raum, das ist die Welt, in der N aufgewachsen ist. Oh Gott, das mich lässt dieser Raum eher kalt, aber vielleicht ist das bei dir anders. Ja, so wie das Schloss aufgebaut ist, habe ich ja auch schon langsam keinen Bock mehr auf diese Welt. Und kein Wunder, dass er so drauf ist. Ja, Digga, ich glaube, da spielt voll die weirde Musik drinnen. Ja, da ist bloß ein Item. Mehr ist da nicht, was du machen kannst. Ein ziemlich abgegriffener Basketball. Darauf steht der Name Harmonia. Auf den übereinander gestapelten Reifen liegt ein Skateboard. Ein Eisenbahnset, das aus Schienen und einem Zug besteht. Es sieht so aus, als sei erst kürzlich damit gespielt worden. Hallo, ich will das auch... Okay. Dann drück einfach immer B in der Spielzeugkiste sind jede Menge Schienenteile für das Eisenbahnset. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Raum, Mann? Ja, eine Pipeline. Geil. Oder Halfpipe, nicht Pipeline. Eine Kiste voller neuer Spielzeuge. Dort ist ein Kunstdruck, auf dem geometrische Muster dargestellt sind. Sonderbonbon, lecker, Alter. Ja. Na ja, okay, gut, also weiter. Hier raus aus diesem Scheißraum hier. Aus diesem Creepy-Raum. Gibt's hier da wenigstens irgendwo noch einen ordentlichen Raum, wo man essen kann? Aber hier kriegt man ja richtig viel geschenkt noch, bevor man zu diesem Typen hingeht. Digga, ja, das ist auch hier doch sau easy, ne? Also hier wurde ja alles hier komplett in die Länge gezogen. Aber ich find's Digga, eigentlich ganz cool sogar. Dann hast du Pokémon Ultra Sonne Ultra Mond noch nicht gespielt, da wird am Anfang alles in die Länge gezogen. An anderen weit entfernten Orten zogen Team Galactic und Team Rocket seinerseits. Was? Ah nee, ich hab bloß die Regionen gesagt, wo die. Seinerzeit zu viel Aufmerksamkeit auf sich und hatten deshalb viele Probleme. Wer ist Team Galactic überhaupt? Pokémon Pearl, Diamond und Platinum. Das ist dort die böse Vereinigung. Okay, hier geht's weiter. Dritte Generation hast du ja nicht gespielt, ne? Ne. Noch nie. Gestern heute Morgen. Trainer, die ihre Pokémon gestern noch geliebt haben, schenken ihnen heute die Freiheit. Und morgen werden weitere Trainer ihrem Beispiel folgen. Genial, wa? Versucht man den Menschen ihre Pokémon mit Gewalt zu nehmen, werden sie sich nur widersetzen. Manipuliert man sie hingegen geschickt,
schenken sie dem Pokémon aus sich heraus die Freiheit. Ja. Naja, also wie viel wollen die jetzt hier noch labern? Kein Wunder, dass Trainer N hier echt keinen Bock mehr hat. Oh Gott, ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Okay, hier ist auch nix. Oh nee. Ich darf doch, oder? Willkommen, Träger des Lichtsteins. Dieses Schloss, das so plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist. Und das die Pokémon-Liga umhüllt, steht als Symbol für die Veränderungen in Einei. Ich hatte Veränderungen. Der König dieses Schlosses wird von einem legendären Pokémon begleitet und ist... Ja, was ist er denn? Ja, genau, er ist der stärkste Trainer Eineis. Stärker noch als der Champ. Dass die das tausendmal erwähnen, ne? Ach. Ja. Tief in seiner Brust schlägt das heiße Verlangen, die Welt zu verbessern. Wenn man ihn nicht als Helden bezeichnen kann, wen dann? Das sage ich euch nach der nächsten Maus. Ah, ne. Nun ist alles vollbracht. Wir werden die Menschen mühelos von unserem Standpunkt überzeugen. So kann die Welt, die ich mir, die Team Plasma sich wünscht, endlich Realität werden. Die Pokémon gehorchen nur uns ganz allein und diese hilflosen Menschen werden uns zu Füßen liegen. Endlich. Lang genug hat es gedauert. All die Zeit der Geheimhaltung, der Angst, der Plan könnte auffliegen. Damit ist es nun vorbei. So, vorwärts. Wir werden jetzt überprüfen, ob du auch das Zeug zum Helden hast. Ah, jetzt kommt wahrscheinlich der letzte Fight, ne, gegen den Typen. Ja, so in etwa. Junge, der macht auch noch hier einen extra langen Weg, ey. Der Typ, Alter, was ist mit dem falsch gelaufen? Der extra lange Weg ist nicht ohne Grund, so viel sei gesagt. Ich träume von einer Welt, in der es nur noch Pokémon gibt. Einer Welt, in der die Pokémon vom Joch menschlicher Unterdrückung befreit sind und ihre ursprünglichen Kräfte wiedererlangt haben. Der Moment der Entscheidung ist gekommen, ich bin zu allem bereit. Auch wenn meine Pokémon-Freunde dabei verletzt werden, ich glaube fest an meinen Sieg und werde alles dafür tun, ihn herbeizuführen. Ich nehme an, du bist gut gewappnet, immerhin hast du es ja bis hierher geschafft. Wenn dem so ist, dann komm und zeig mir, wie sehr du wirklich gewinnen willst. Mhm. Sag mir nicht, jetzt kommen noch Trainerkämpfe. Du bist hier, weil du eine Entscheidung zwischen uns beiden herbeiführen willst. Aber Reshiram reagiert. Ich bin hetero. Aber Reshiram reagiert nicht. Kann es sein, dass es dich noch nicht als Helden akzeptiert? Was für eine herbe Enttäuschung. Dabei hatte ich bereits ein klein wenig Gefallen an dir gefunden. In all unseren Kämpfen hatte ich bei dir bisher immer das Gefühl, dass du ein Trainer seist, der seine Pokémon mit Respekt behandelt. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Es war also doch nur ein Ammenmärchen, dass sich zwei gegeneinander kämpfende Trainer gut verstehen können. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst mich jetzt herausfordern, beseelt von deiner eigenen Wirklichkeit und dabei glorreich untergehen. Oder du kannst diesen Ort jetzt verlassen und dich einer neuen Welt erfreuen, in der die Pokémon befreit vom Joch der Menschen in Frieden leben. Oder du lässt es einfach, N. Komm zu mir, Zekrom. Ich glaube, jetzt kommt aber auch Reshiram, oder nicht? Richtig. Wenn du Reshiram fangen willst, dann gebe ich dir einen Tipp, benutze nicht den Meisterball, weil Reshiram und Zekrom sind die am einfachsten zu fangenden Legis. Hm.
In deinem Beutel bewegt sich etwas. Ist das der Lichtstein? Dein Lichtstein? Und Regira ist... Tja, du Loser, Alter. Der Lichtstein verwandelt die Aura um sich herum in ein mächtiges Energiefeld. Und da, er lässt die Energie, was auch immer. Entweichen. Boom, Junge, was eine Animation. Zekrom und Regiram. Sie waren ursprünglich eins. Ein einzelnes Pokémon. Die zwei Seiten einer Medaille. Beide treten nur dann auf den Plan, wenn sie in einem Menschen einen wahren Helden sehen. Jetzt verstehe ich. Genau das trifft also auf dich zu. Ich werde jetzt verraten, was dieses Pokémon zu dir spricht. Ich möchte mit dir kämpfen. Gewinne meine Freundschaft. Du hast eine weite Reise hinter dir. Doch es möchte sich vergewissern, ob du tatsächlich so nach deiner eigenen Wirklichkeit strebst, wie es scheint. Und ich würde außerdem nur zu gern wissen, wie stark du wirklich bist. Also schnapp dir Regiram, es soll sich dir anschließen. Okay, da speichern wir aber, oder nicht? Ja, mach. Eigentlich können wir das bei dir dann weitermachen, weil eigentlich haben wir die Top 4 ja schon besiegt. Okay, dann, ja. Dann haben wir jetzt auch hier ein Clickbait. Dann haben wir hier ein Clickbait. Ja, sorry, Cliffhanger. Nicht Clickbait. Clickbait haben wir aber auch irgendwie. Genau. Sag Remco, er soll in das Thumbnail dafür einfach noch ein paar rote Kreise und Pfeile reinmachen. Naja, also im nächsten Part hier beim Theo. Ja, ich denke mal, das wird ein schönes Finale, weil ich denke mal, der Part ist so oder so jetzt bestimmt saulang. Richtig, in diesem Sinne. Und außerdem Regiram jetzt noch zu fangen und Trainer N zu besiegen. Ne, das dauert ja auch noch. Jo. Ja, Theo, viel Spaß. Jo, danke. Aber da werde ich jetzt nicht dabei sein. Dabei. Bei der Top 4 Rematches werde ich wieder dabei sein, auf jeden Fall dann. Oder bei Events. Nee, da bist du schon mit dabei. Da bist du schon noch mit dabei, Digga. Okay. Das machen wir jetzt direkt im Anschluss. Okay, dann bin ich halt hier doch noch dabei. Nichtsdestotrotz, morgens nichts mehr. Tschüss.